Hallo und herzlich willkommen zu diesem Webinar über das Erstellen eigener Schriften in CorelDRAW X6. Mein Name ist Mo Beumers, ich bin Grafikdesigner, Illustrator und Künstler. Und ja, ich möchte in diesem Webinar Ihnen zeigen, wie man in CorelDRAW X6 ganz einfach eigene Schriften und Schriftarten erstellen kann. Diese Möglichkeit gibt es in CorelDRAW schon etwas länger, also zumindest seit der Version 6, soweit ich zurückdenken kann. Das war die Version, mit der ich damals schon sehr, sehr lange her angefangen habe in meiner Ausbildung. Meine Ausbildung war übrigens eine als Werbetechniker, als Schilder- und Lichtreklamehersteller. Und dort hat man nun mal sehr viel mit Schriften zu tun, weil es da um ja, Beschriftungen wie Fahrzeugbeschriftung, Schaufensterbeschriftung, Fassadenbeschriftung und alles Mögliche in dem Bereich geht. Und ja, dort habe ich dann auch gelernt, dass CorelDRAW sehr effektiv ist, sehr vielseitig ist für das Erstellen eigener Schriften. Seit der Version 6 bis zur Version X6, da liegen ja nun jetzt schon 10 Versionen dazwischen, hat sich nicht sehr viel geändert. Die Exportoptionen sind immer noch dieselben. Und ja, da möchte ich in diesem Webinar mal zeigen, wie ich Schriftarten in CorelDRAW X6 zum Beispiel erstelle. Ich muss allerdings vorweg sagen, dieses Webinar wird sich weniger auf bestimmte Themenbereiche aus der Typografie beziehen, weil das ja schon nun mal ein sehr umfangreiches Thema ist. Ich werde mit Sicherheit die ein oder anderen Sachen aus diesem Thema mit einbeziehen. Wer allerdings tiefer in die Materie eintauchen möchte in Bezug auf Typografie, sollte sich vielleicht mit einschlägiger Fachliteratur auseinandersetzen, da dieses Webinar ja einfach zu kurz ist, um alles über Typografie ja, aufzugreifen. So, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Aller Anfang beginnt mit einem neuen Dokument. Und ich zeige hier mal ganz kurz, welche Dokumenteinstellungen ich für die Erstellung einer eigenen Schrift in CorelDRAW verwende. Ein neues Dokument lässt sich öffnen, entweder über das Icon hier oben, ganz oben links, oder über Steuerung N oder über den Menüpunkt Datei Neu. Dadurch wird das Dokument Eigenschaftenfenster aufgerufen. Und das Erste, was ich hier mache, ist, dass ich die Einheiten des Dokumentes auf Punkt ändere. Und die Breite ist gleich mit der Höhe, in dem Fall 750 Punkt. Das stimmt in etwa überein mit den späteren Exportoptionen in das TTF, also True Type Format. Und ja, das ist eigentlich alles, was wir hier soweit machen müssen. Der Farbmodus ist nicht so wichtig. Das kann ich auf RGB belassen, da ich sowieso ohnehin am Monitor arbeite. Genauso unwichtig ist die Wiedergabeauflösung. Ich lasse es hier mal bei 300 dpi. Da muss sich nicht viel ändern. Der Vorschau-Modus, ja, erweitert bietet sich hier an. Es geht allerdings auch mit einfachem Umriss oder normalem Umriss. Ja, Umriss halt. wenn die Schriftart zu komplex ist, wenn der Aufbau der Buchstaben zu komplex ist. Aber in dem Fall reicht das sehr gut zur Demonstration. Ich breche das hier mal ab, da ich ja meine Präsentation fortführen möchte. Der Punkt, der als nächstes kommt, sind die Hilfslinien. Das ist das Erste, was ich für die Erstellung einer neuen Schriftart einrichte. Und ja, sieht etwas wild aus. So. Den Anfang mache ich mit dem Ursprung meines Buchstabens. Ich muss dazu sagen, jede einzelne Seite repräsentiert später in meinem Dokument einen Buchstaben. Das werde ich aber später nochmal genauer zeigen. Die Einrichtung der Hilfslinien ist dann auf jeder Seite gleich, was mir natürlich bei der Erstellung der einzelnen Buchstaben enorm weiterhilft. So, nachdem der Ursprung festgelegt ist, das ist etwas eingerückt von der linken unteren Ecke meines Dokuments, fange ich an, die Hilfslinien der Kleinbuchstaben, der Minuskeln, einzurichten. Das sind in der Regel ja, 3, 4, 5, 6, 6 Hilfslinien.
Ich fange an mit der Breite meines Kleinbuchstabens. In der Regel nehme ich dazu als Referenz das kleine x und setze dann eben die Breite entsprechend mit den Hilfslinien. Hinzu kommt noch ein Seitenabstand. Das werde ich kurz erklären. Es gibt im Alphabet gerade Buchstaben, wie zum Beispiel das X oder was haben wir noch, das L. Das sind alles sehr gerade Buchstaben. Es gibt aber auch Buchstaben mit Rundungen. Da müssen wir einen optischen Ausgleich hinzufügen, damit der optische Fluss in Worten und in Schrift allgemein bestehen bleibt. Das hat nichts mit Mathematik zu tun, da geht es rein um die Optik. Und um das zu kompensieren, setze ich halt die Hilfslinien für die Rundungen, zum Beispiel im Seitenabstand etwas weiter nach außen, damit ich ja damit den Freiraum, der entsteht, hier oben links und unten links und auf der anderen Seite oben rechts und unten rechts, kompensieren kann. Das Gleiche mache ich auch oben und unten. Also da ist sozusagen ein kleiner Überstand. Es gibt da keine feste Faustregel, wie groß der Überstand sein muss. Das muss man dann halt optisch ermitteln oder genauer gesagt Pi mal Daumen nach Gefühl. So, hier sieht man die Hilfslinien für oben und unten auch noch mal genauer. So, sobald diese Hilfslinien eingerichtet sind, widme ich mich den Großbuchstaben. Das sieht dann so aus. Die Großbuchstaben oder Majuskeln können noch unterschiedlicher sein als die Kleinbuchstaben. Da gibt es, ja, ich nenne sie reguläre Großbuchstaben, wie zum Beispiel das F, das N und das L. Die haben immer, ja, größtenteils gleichbleibende Breiten. Und diese Breite repräsentiere ich dann halt mit meinen Hilfslinien. Und dann gibt es auch noch Buchstaben, die viel breiter sind als die regulären Buchstaben, wie zum Beispiel das M oder das O, die dann wirklich ja sehr in die Breite gehen. Dafür ziehe ich mir auch eine Hilfslinie. Hilfslinien zieht man übrigens, indem man auf das Lineal klickt, gedrückt hält und einfach ja die Maus in das Dokument reinzieht. Dadurch hat man seine Hilfslinie erzeugt. Der Überstand ist natürlich auch wichtig bei Großbuchstaben. Man sieht das ja hier sehr schön an dem O. Hier habe ich den Überstand oben und unten. Und für die Seiten übernehme ich das meistens bereits aus den Überständen der Kleinbuchstaben. Ja, ich denke, das ist soweit selbstredend. Es gibt auch noch Hilfslinien, die ich einrichte, wie für zum Beispiel Akzente. Viele europäische Sprachen benutzen Akzente. Die möchte ich natürlich auch in meiner Schriftart repräsentieren. Also ziehe ich mir noch eine zusätzliche Hilfslinie für die Akzenthöhe. Der Unterschied zwischen Großbuchstaben und Kleinbuchstaben, den nennt man übrigens Oberlänge. Und wo es eine Oberlänge gibt, gibt es in der Regel auch eine Unterlänge, wie zum Beispiel beim kleinen g oder beim kleinen y. So, ich denke, das wäre es soweit zu den Hilfslinien. Jetzt komme ich ja, zu dem Thema, wie ich Buchstaben überhaupt erstelle. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Hoppla. Muss mal hier auf die Seite zoomen. So, zwei Werkzeuge benutze ich sehr häufig. Das ist zum einen die Umrisslinie, die sehr, sehr vielseitig für die Erstellung von Schriften sein kann. Entschuldigung. So, und hier habe ich das mal anhand eines Ovals gezeigt. Dieses Oval kann ich mit den normalen Formenhilfsmitteln erstellen. Und dem Oval weise ich dann einfach einen Umriss zu. Den Umriss schaue ich mir mal in diesem Fall an. Die Breite, ja, ich glaube, in diesem Fall sind es 10 Punkte. Lässt sich dann beliebig variieren, je nach von Schriftgewichtung, ob man jetzt eine fette Schriftart haben will oder eine sehr dünne Schrift.
Dann kann ich einstellen den Gärungswinkel, beziehungsweise ob ich spitze Ecken in meiner Schrift haben möchte oder runde Ecken, lässt sich alles darüber einstellen. Es lassen sich auch sehr schöne Kalligrafie-Effekte erzeugen mit dem Umrisshilfsmittel. Das werde ich mal hier zeigen. Also das ist einfach nur ein ganz einfaches Oval als Objekt erstellt. Und diesen kalligrafieähnlichen Effekt, ähnlich einer Schreibfeder, den kann ich komplett über die Einstellungen des Umrissstiftes erzeugen. Und dazu setze ich die Ecken und Linienenden auf Rund. Und in den Einstellungen der Kalligrafie kann ich dann zum Beispiel meine runde Spitzenform entsprechend stauchen und auch den Winkel bestimmen. Ich kann das mal eben hier demonstrieren. Also das ist sehr einfach. Es gibt aber noch mehr Einstellungen. Vorher werde ich noch mal kurz zeigen, den Unterschied zwischen geraden Linienenden und gerundeten Linienenden. Also indem ich hier die Ecken und Linienenden auf gerade setze, erreiche ich ja ein ganz normales L zum Beispiel. Bestehend aus nur einem einzigen Strich, wohlgemerkt. Das gleiche trifft auch hier auf diesen Strich zu. Mit dem Unterschied, dass hier die Linienenden gerundet sind. Mit Linienenden kann man fantastische Sachen machen. Man ist da etwas eingeschränkt, aber dennoch lassen sich zum Beispiel Serifen erzeugen. Also wie man hier sieht, das ist eine einfache Linie als Objekt. Und mit den Pfeilspitzen, die den Linienenden zugewiesen werden, kann man zum Beispiel Serifen in einfachen Buchstaben, wie zum Beispiel dem I oder dem L, erzeugen. Bei der Auswahl der Linienenden bzw. der Pfeile kann man hier auf diesen kleinen Pfeil klicken und hier sieht man schon, die Auswahl ist gigantisch. Das kann ich natürlich für eine Seite oder für beide Seiten einstellen. Ich kann auch die Pfeilenden bearbeiten. Da kann ich die Länge einstellen, die Breite, ob es proportional sein soll, horizontal, vertikal spiegeln und so weiter und so fort. Eine Drehung bestimmen. Für zum Beispiel, wenn ich ja ein A als Großbuchstaben habe, dann müsste ich die Serifen ein klein wenig drehen. Das lässt sich alles hierüber einstellen. Leider kann man noch keine eigenen, wirklich komplett eigenen Pinselspitzen erzeugen. Ich hoffe, dass es in zukünftigen Versionen in CorelDRAW möglich sein wird. Was natürlich die Erstellung von Serifenschriften zum Beispiel ja, stark vereinfachen würde. Es gibt aber noch ein anderes Hilfsmittel, außer dem Umrissstift, das ich gerne benutze für die Erstellung von Schriften. Und das sind die künstlerischen Medien. Und damit lassen sich zum Beispiel sehr kreative Effekte in Schriftarten erzeugen. Hier habe ich auch wieder mein ganz normales Oval, das ich in der Regel dann in Kurven umwandle und die Knotenpunkte oben und unten, beziehungsweise oben, die Knotenpunkte oben breche ich dann auf, indem ich ja, hier halt auf Aufbrechen gehe, in der Eigenschaftsleiste der Knotenmanipulation. Und dann kann ich entweder das Tastaturkürzel I verwenden oder ich gehe hier auf die Freihandeinstellung und wähle künstlerische Medien aus. Und sofort habe ich hier oben die Eigenschaftsleiste meiner künstlerischen Medien. Mehr Kontrolle habe ich aber, indem ich das Fenster der künstlerischen Medien öffne, welches ich unter Fenster, Andockfenster und künstlerische Medien finde. Habe ich hier schon geöffnet, deswegen das Häkchen. Ich suche das mal gerade hier raus. Künstlerische Medien, da sind sie. Und hier habe ich alle meine Standardstriche dargestellt. Ich kann das reduzieren nur auf Pinsel, was das Ganze natürlich etwas übersichtlicher macht. Und man sieht es hier schon, je nachdem, was ich auswähle, ändert sich mein Buchstabe entsprechend. Wie gesagt, lassen sich sehr kreative Effekte dadurch erzeugen. Zum Beispiel ja, ähnlich handgeschriebene Schriftarten
können damit erstellt werden. Und ja, sehr vielseitig. So, um Schriften möglichst zeitsparend zu erstellen, weil ja, Schriften mit der Buchstabenanzahl sehr, ja, sehr komplex werden können, sehr umfangreich werden können, bediene ich mich einiger, ja, kurzer Wege sozusagen. Und dazu gehört zum Beispiel, dass ich mir Vorlagen erstelle. Entschuldigung, ich habe ein bisschen Kratzen im Hals. Ja, dass ich mir Vorlagen erstelle, die in unterschiedlichen Buchstaben immer wiederkehren. Zum Beispiel im B und im kleinen D. Die Rundung braucht einfach nur gespiegelt werden, ist dann die gleiche. Und ja, solche Vorlagen erstelle ich mir dann, also die Vorlagen, die ich hauptsächlich dann verwende, die muss ich dann nur noch kombinieren und kann damit die meisten Buchstaben bereits, ja, zusammenstellen. Und ja, soweit zu den Vorlagen. Ein Werkzeug zur Generierung von Buchstaben möchte ich hier auch noch kurz zeigen. Das ist das sogenannte B-Spline-Werkzeug, das enorm viel Zeit spart. Ich kann das mal eben demonstrieren, was dieses B-Spline-Werkzeug überhaupt zustande bringt. Also ich setze Knoten und innerhalb dieser Knoten, zwischen diesen Knoten, wird die Kurve sozusagen interpoliert. Das spart natürlich enorm viel Zeit, macht die Schriftart wesentlich akkurater. Und ich kann das zum Beispiel hier mal an dem O demonstrieren. Also es ist nicht nur ein einfaches Oval. Man sieht hier die Rundungen oben und unten. Die sind schon etwas mehr in Richtung, ja, wie soll man sagen, quadratisch. Das lässt sich ganz einfach erreichen durch sechs Knotenpunkte, die ich dann nachträglich beliebig verschieben kann. Und das sorgt natürlich für enorme Genauigkeit in meiner Schrift. Es lassen sich aber auch freie Formen damit erstellen, wie zum Beispiel hier dieses stilisierte Y, bestehend aus zwei B-Spline-Kurven. Und wieder sieht man hier, dass die Kurve zwischen den Punkten interpoliert wird. So, diese B-Spline-Kurven kann ich natürlich auch als Vorlagen verwenden, mache ich aber eigentlich relativ selten. Ich greife dann eher auf, ja, bereits fertige Formen, wie gerade eben gesehen, hier zurück, die ich dann einfach nur kombiniere und daraus meine Buchstaben erstelle. So, diese Vorlagen kann ich als Symbole abspeichern, was zum einen den Vorteil hat, dass meine Dateigröße nicht unnötig aufgeblasen wird. Auf der anderen Seite kann ich dadurch sehr schnell, ohne großartig zu kopieren und einzufügen, meine Vorlagen verwenden. Wie das funktioniert, zeige ich anhand dieser Schrift, eine schöne Serifenschrift. Das sind jetzt meine Vorlagen. Und diese Vorlagen, also hier diese Rundung, die kann zum Beispiel im O verwendet werden, die kann im A verwendet werden mit ein wenig Veränderung. Und ich wähle einfach dieses Objekt aus. Mit einem Rechtsklick kann ich das Ganze in ein Symbol umwandeln. Die Eigenschaften dafür finde ich hier ganz unten im Kontextmenü. Und dann sage ich einfach neues Symbol und Symbol 2, da kann ich dann den Namen eingeben. Das könnte jetzt zum Beispiel Rundung links sein. Und fertig ist mein Symbol. Und auf die Symbole kann ich auch wieder über das Undock-Fenster zugreifen. Ich glaube, ich habe es hier schon offen. Das ist der Symbolmanager. Und man sieht, hier sind meine gespeicherten Symbole, die ich dann einfach nur in mein Dokument ziehen muss, also ohne großartig zu kopieren und einzufügen, kann ich hier meine Vorlagen verwenden. So, um jetzt zwischen den einzelnen Seiten bzw.
ja, zwischen den einzelnen Buchstaben hin und her zu wechseln, wäre es natürlich umständlich, immer hier unten die Eigenschaftsleiste der Seiten zu verwenden. Es gibt ein viel einfacheres, eine viel einfachere Möglichkeit und die findet sich unter Ansicht und das ist der Ansichtmanager. Den kann man auch zugreifen mit dem Tastaturkürzel STRG F2. Und eigentlich müsste jetzt die Seitenansicht aufgehen. Tut sie aber nicht. Ich war auch falsch. Ich bitte um Entschuldigung, das war mein Fehler. Es ist die Seitensortierungsansicht. Genau. Und ja, hier habe ich alle meine Seiten abgebildet. Ich kann das mal anhand eines bereits erstellten Dokuments demonstrieren. Dazu öffne ich jetzt mal eine bereits erstellte Schriftart in CorelDRAW. So, hier sieht man, dass ich meine Seiten schon entsprechend den Buchstaben benannt habe. Und dann gehe ich auf die Seitensortierungsansicht und hier habe ich Zugriff auf alle meine Seiten und könnte jetzt, wenn Symbole in diesem Dokument vorhanden sind, diese einfach auf die entsprechenden Seiten ziehen, dort wo ich sie brauche. Also spart enorm viel Zeit, es muss nicht kopiert und eingefügt werden. Und auch nicht umständlich zwischen den Seiten gewechselt werden. So, jetzt kommen wir zum Export der Schrift. Dazu werde ich mal die Seitensortierungsansicht ausblenden. Für den Export der Schriftart wechsle ich nochmal kurz zurück zu meinem bereits erstellten Schriftdokument. Ja, ich gehe auf die erste Seite, das ist kleine a repräsentiert. Dann gehe ich auf Exportieren. Steuerung E geht natürlich als Tastaturkürzel auch, wenn man Zeit sparen möchte. Und hier habe ich dann die Möglichkeit, das TTF, also TrueType-Format, als Dateiendung auszuwählen. Und hier speichere ich dann oder exportiere meine Schrift mit dem Namen des Dokumentes. Das erste Fenster, das mich begrüßt, sind die Schriftstilinformationen. Hier kann ich den Familiennamen angeben. Der Familienname ist immer die gleichbleibende Schrift, nicht die Schriftart. Also, wenn ich jetzt verschiedene Versionen einer Schrift habe, dann ist der Schriftname gleich dem Familiennamen. Das wäre jetzt in dem Fall Helia, so nennt sich die Schrift, die ich hier erstellt habe. Es ist keine Symbolschrift, also mache ich hier das Häkchen weg. Der Stil ist normal. Ich habe hier die Möglichkeit zwischen Fett, Kursiv oder beidem auszuwählen. Gittergröße und den Rest kann ich so stehen lassen. Diese Informationen werden auch nur ein einziges Mal angezeigt. Und Änderungen in Schriftdatei speichern, jawohl. So, und hier habe ich dann den Familiennamen angezeigt. Und da wir es hier mit dem kleinen a zu tun haben, wähle ich hier im Zeichenblock das kleine a aus. Die Zeichenbreite lasse ich in der Regel automatisch, da meine Spazierung später nochmal separat durchgeführt wird. Das betrifft auch die Basislinie. Die Designgröße entspricht meiner Dokumentgröße, genauso wie die Einheiten. Und ja, den Rest kann ich im Prinzip so lassen. Unter Optionen kann ich hier nochmal die Schriftstilinformationen eingeben bzw. ändern. Und ja, das ist soweit alles. Normalerweise wird hier noch das kleine a angezeigt. Ich weiß jetzt nicht, warum das hier nicht der Fall ist. Aber ich gehe hier mal auf OK und habe damit eine TTF-Schrift erzeugt, die im Moment nur einen einzigen Buchstaben beherbergt, nämlich den Buchstaben A. So, ich glaube, ich weiß, warum es nicht angezeigt worden ist, weil es nicht ausgewählt war. Also nochmal das Ganze exportieren,
Ja, möchte ich ersetzen. Ich wähle das kleine a aus. Na gut, ich lag falsch. Irren ist menschlich. Jetzt wechsle ich die Seite und gehe zum kleinen b und wiederhole das Ganze nochmal. Und wichtig ist hierbei, dass man die gleiche Datei ausgewählt hat, weil jeder Buchstabe der TTF-Datei nachträglich hinzugefügt wird. Also ich gehe wieder auf Exportieren. Das kann ich ignorieren, also gehe ich auf Ja. Dann wähle ich hier das B aus und habe damit bereits ein kleines B in meiner TTF-Schriftdatei. So, das ist natürlich für ein Dokument, das 167 einzelne Buchstaben hat, sehr umständlich. Aber da kann man sich gewisse Automatisierwerkzeuge bedienen und glücklicherweise bietet CorelDRAW die Möglichkeit, auch VBA, also Visual Basic Advanced, anzuwenden. Und ich werde zum ersten Mal hier in einem Webinar die ja, Erstellung von Makros in CorelDRAW demonstrieren. Es ist gar nicht so schwer, wie viele vielleicht meinen. Zumindest lohnt sich der Aufwand, sich damit auseinanderzusetzen, weil damit wirklich gerade solche Arbeitsschritte wie das ja, permanente Exportieren einer Schriftart enorm vereinfachen lassen. So, dazu ja, kann man ganz einfach anfangen, indem man ein Makro aufnimmt, denn in CorelDRAW gibt es die Möglichkeit, auch Makros ja, sozusagen aufzunehmen. Dazu kann ich hier meine Makro-Eigenschaftsleiste oder Werkzeugleiste aufrufen. Die kann ich zugreifen über den Menüpunkt Fenster, Symbolleisten und Makros. Dann erscheint diese Symbolleiste und hier klicke ich einfach auf den Aufnahme-Knopf und jetzt werde ich begrüßt mit dem Fenster, wo mit welchem Namen dieses Makro gespeichert werden soll. Der Makroname Makro 2 in dem Bereich Global Macros ist vollkommen okay. Dann wissen wir später, wo wir suchen müssen. So, ich sage okay. Die Aufzeichnung läuft und alles, was ich nun in meinem Dokument mache, wird aufgezeichnet als Arbeitsschritt. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Buchstaben exportiere in meine TTF-Datei, ja, möchte ich ersetzen und ich wähle die Arbeitsschritte genauso wie vorher, vor einer Definition überschreiben, jawohl, dann werden alle diese Arbeitsschritte des Exports aufgezeichnet. Der Export ist jetzt erledigt, also kann ich die Aufzeichnung beenden und kann diese nachträglich ändern, indem ich meinen VBA-Editor aufrufe. Das kann ich über Alt F11 oder ich klicke einfach hier diesen Knopf und dann schaue ich in die Global Macros rein und in den Modulen befinden sich alle aufgenommenen Makros. Mit einem Doppelklick kann ich auch darauf zugreifen. Und hier ist meine Aufnahme. Sieht ein bisschen verwirrend aus. Aus diesem Grund habe ich auch schon etwas vorbereitet. Hier habe ich ein Makro erstellt, das bereits ja schon fertig für den Export von Buchstaben in eine TTF-Datei ist. Und ich kopiere mal gerade hier. Nein, das mache ich später. Erkläre ich dann im Kontext, dann ist es leichter verständlich. Ich werde kurz erklären, wie so ein Makro aufgebaut ist, so eine Prozedur, die dann ja, durchlaufen werden kann. Da Visual Basic oder VBA eine objektorientierte Skriptsprache ist, hat man hier mit Objekten zu tun. Diese Objekte haben bestimmte Eigenschaften, die haben Methoden und also man kann bestimmte Eigenschaften zuweisen zu diesen Objekten oder bestimmte Methoden dieser Objekte nutzen. Und das Ganze wird repräsentiert durch Variablen, die dann entsprechend gefüllt werden. Ein paar einfache Variablen sind zum Beispiel diese hier, der Variablenname kann relativ frei gewählt werden. Es gibt einige reservierte Namen, die VBA intern benutzt, aber ja,
mit diesen variablen Namen, denke ich, komme ich da nicht durcheinander. Eine Variable hat immer ja eine Variable funktioniert wie ein Container, und indem ich den Typ dieser Variable deklariere, damit kann Visual Basic dann auch ja, unterscheiden, was mit diesen Variablen gemacht werden kann oder soll. So, und hier sieht man zum Beispiel, die Variable p hat den Typ Page in CorelDRAW jetzt speziell. Und ja, die Variable d habe ich als Typ Dokument deklariert. Und die Deklaration ist ganz wichtig, mache ich immer am Anfang der Prozedur, und die wird dann halt ja, so zelebriert, dass ich hier dem und dann den Variablennamen as und dann den variablen Typ deklariere. Damit kann Visual Basic dann, beziehungsweise das Makro dann, ja, die Variablen nutzen. Manche Variablen müssen initialisiert werden, wie zum Beispiel jetzt hier XPOPT. Das sind meine strukturellen Exportoptionen. Diese muss ich natürlich erstmal kreieren, bevor ich auf die Eigenschaften zugreifen kann. Diese Eigenschaften kann ich dann nachträglich ändern. Und wie gesagt, dadurch, dass diese Makros objektorientiert sind, werden die Unterobjekte meiner Variable immer mit einem Punkt und dann dem entsprechenden Unterobjekt angezeigt, deklariert, wie auch immer. In diesem Fall setze ich die Variable der strukturellen Exportoption, indem ich welche kreieren lasse vom Makro, also Create Structural Export Options. Und sobald diese kreiert sind, kann ich auf die Unterobjekte zugreifen oder auf die Eigenschaften in dem Fall. Und das ist die Eigenschaft, benutze das Farbprofil, und das setze ich hier dann auf var. Und ist jetzt für meinen Fall oder in diesem Fall nicht gerade zwingend erforderlich, aber ich lasse es mal der Vollständigkeit halber hier drin. Dann kommen wir zur eigentlichen Automation. Ich hatte hier bereits die Variable p deklariert, und die Variable p wird mit einer Seite gefüllt, kann man sagen. Das geschieht so, dass ich erstmal eine Schleife erstelle und dann die Variable p benutze. Und ich bestimme dann, dass in meinem aktiven Dokument bzw. allen Seiten in diesem Dokument jede Seite der Variable p zugewiesen wird. Also für jede Seite p in meinem aktiven Dokument und deren Seiten aktiviere mir die Seite p. So, diese Schleife durchläuft dann alle Seiten in meinem Dokument, und die aktuelle Seite wird dann der Variable p zugewiesen und aktiviert. So, weil um auf der Seite zu arbeiten, muss diese erstmal aktiv sein. Das funktioniert ja nun mal nicht mit mehreren Seiten gleichzeitig. So, dann gehe ich meistens hin, und wenn ich zum Beispiel mit Objekten arbeite, dann ja, brauche ich eine Auswahl. Diese Auswahl setze ich sicherheitshalber direkt von Anfang an zurück. Das geschieht, indem ich die Variable sr, die meine Auswahl später repräsentiert, auf 0 oder nichts setze. Und sobald das geschehen ist, kann ich davon ausgehen, dass nichts auf der aktuellen Seite ausgewählt ist. So. Und dann füge ich noch eine zusätzliche Schleife hinzu, die mir alle Objekte auf der Seite durchkontrolliert. Das geschieht, indem ich hier folgende Schleife deklariere, also für jedes Objekt S auf der Seite P bzw. deren Objekte suche mir das Objekt oder suche mir ein Objekt vom Typ ja, Kurvenobjekt oder CDR Curve Shape. So. Und wenn so ein Objekt gefunden worden ist, füge das zu meiner Auswahl hinzu. Das heißt,
Diese Schleife durchläuft alle Objekte, fügt alle Objekte, die in Frage kommen für einen Export, zur aktuellen Auswahl hinzu und ja, läuft dann weiter zum nächsten Objekt. Diese Schleife füge ich hinzu, um zum Beispiel Hilfslinien von der Selektion auszuschließen, da Hilfslinien mal nicht exportiert werden können. So, sobald das auf der aktuellen Seite passiert ist, kann ich die aktuelle Seite auch exportieren. Dazu setze ich meinen Exportfilter. Und zwar sage ich, dass das aktuelle Dokument exportiert werden soll. Und in Klammern folgen die Exporteinstellungen, die dann automatisiert ja, durchlaufen werden. Dazu kopiere ich jetzt mal hier den Ort, den Namen und die Dateiendung und füge sie hier ein. Und damit bestimme ich, dass ja, in meinem Laufwerk E im Ordner Fonts die Datei Elia von template.ttf mit jeder Seite überschrieben werden soll im Format TTF, also True Type Fonts. Und ich möchte meine aktuelle Selektion exportieren, die ich natürlich hier in dieser Schleife erzeugt habe. Und ich weise meine strukturellen Exportoptionen zu. In dem Fall ja, benutze ich das Farbprofil. Und dann soll der Export durchgeführt werden. So. Sobald das geschehen ist, läuft das Makro weiter in der Schleife zur nächsten Seite und die ganze Prozedur beginnt von vorne und dann wieder zur nächsten Seite und so weiter und so fort. Und das passiert sehr schnell und so kann man aus, ja, ich weiß nicht, 3 Stunden Arbeit, die man von Hand machen würde, vielleicht 5 Minuten machen. Das Webinar ist leider nicht lang genug, dass ich das jetzt hier demonstrieren könnte, weil wenn die Schleife einmal durchlaufen wird, dann kann ich sie extern nicht stoppen. Das heißt, jedes Mal geht das Exportfenster auf, ich kann den Buchstaben anklicken, der aktuellen Seite entspricht und dann wird es gespeichert im Hintergrund und sofort geht das nächste Fenster für den nächsten Buchstaben auf und so weiter und so fort. Das dauert dann für die Schriftart hier in diesem Beispiel mit 167 Buchstaben so circa 5 Minuten. Ist natürlich eine enorme Zeitersparnis. Man kann aber Makros auch noch in anderen Richtungen verwenden, wenn man mit Schriftarten zu tun hat. Hier habe ich zum Beispiel ein Makro erstellt, um die Schriftart zu verbreitern, um eine Condensed-Schriftart zu erzeugen. Ist im Prinzip ähnlich dem oberen. Also hier mit dem Unterschied, setze mein aktuelles Dokument oder weise es der Variable d zu und dann bestimme ich den Referenzpunkt des aktuellen Dokuments und das wäre in diesem Fall dann unten links. Das brauche ich, um später den Buchstaben entsprechend dem Referenzpunkt zu verbreitern. Und dann wieder durchlaufe ich jede Seite in meinem aktuellen Dokument, aktiviere die Seite, setze die aktuelle Auswahl zurück und sammle die entsprechenden Objekte auf der Seite, füge die zur Auswahl hinzu und dann verbreitere ich einfach die Auswahl und ja, mit einer nicht sehr spektakulären mathematischen Formel, die horizontale Breite des Buchstabens entsprechend zur Auswahlbreite nochmal verbreitert. Die Höhe ändere ich in diesem Fall nicht, deswegen steht sie auf 0 und weiter geht's zur nächsten Seite und so weiter und so fort. Damit lassen sich sehr viele sehr zeitaufwendige und immer wiederkehrende Aufgaben automatisieren und ja, das wollte ich einfach kurz in diesem Beispiel demonstrieren. Dann werde ich noch kurz zeigen, welche Möglichkeiten es da überhaupt gibt, was in Sachen Schriftarten alles gemacht werden kann. Und ich habe hier zum Beispiel mal eine sehr kreative
Schrift erstellt. Man sieht sehr futuristisch aus. Aber vielleicht kann man hier auch die wiederkehrenden Muster erkennen, für die ich dann auch wiederum Vorlagen bzw. Symbole verwende. Man sieht das hier an der oberen linken Ecke, die immer etwas eingerückt ist. Und so kann etwas aussehen. So, das Gleiche habe ich auch nochmal in ja, kreativerer Form. Das ist die gleiche Schriftart, etwas schmaler und mit ja, sehr zerkratzten Effekten hinzugefügt, die dann einfach über das Undock-Fenster formen und ja, ein wenig willkürlicher Textur als Vektorgrafik erzeugt wird. Sieht natürlich toll aus und ja, soll nur zeigen, dass da wirklich der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Eins wollte ich aber noch zeigen, und zwar, wie man aus einer bereits erstellten Schriftart unterschiedliche Schriftstile erzeugen kann. Also mit einem Makro lässt sich sicherlich auch eine kursive Schriftart erzeugen. Mit dem Konturwerkzeug kann man die Schriftart dann zum Beispiel fetter machen, wie man hier sieht, also Kontur nach außen, und dann kann ich entsprechend ja, meinem Gusto die Schriftart fetter machen, oder wenn ich die Kontur nach innen mache, dann könnte ich das jetzt auseinanderbrechen und das, was jetzt hier weiß dargestellt ist, ist dann meine verschmälerte Schrift. Also wie gesagt, der Kreativität sind in CorelDRAW da wirklich keine Grenzen mehr gesetzt. Und mit der Option auf Makros zurückzugreifen, hat man da natürlich das beste Werkzeug an der Hand. Ganz zum Schluss muss ich noch erwähnen, eine Spationierung der Schrift ist in CorelDRAW nur rudimentär möglich, also ist nicht basierend auf Buchstabenkombinationen. Da ist CorelDRAW noch nicht ganz so ausgereift. Ich hoffe, dass das auch in der Zukunft kommen wird, aber im Moment verwende ich dafür ein spezielles Programm, das sich auf die Erstellung von Schriften spezialisiert hat. In dem Fall ist es ja, ein Open Source Programm, das nennt sich FontForge, ist dadurch, dass es Open Source gebunden ist, auch kostenlos. Und da kann ich zum Beispiel mit einem Klick mit meiner fertig erstellten Schriftart aus CorelDRAW die Spationierung automatisch konfigurieren lassen. Also ein Klick reicht da und meine Schrift ist sofort verwendbar. Das gleiche gilt auch für Ligaturen. Die kann man in CorelDRAW natürlich nicht erstellen. Da muss man dann auch wieder auf ein externes Programm zurückgreifen oder die Erstellung von ja, anderen Dateitypen in Sachen Schrift, wie zum Beispiel OTF-Fonts und so weiter. Das alles sollte man dann, wenn man es wirklich ernst meint, in einem externen Programm vornehmen, weil das dann auch schon wirklich, das ist dann schon tiefer in die Materie eingetaucht. Ja, ich denke, das war soweit alles. Ich bedanke mich für das Zuschauen und hoffe, einiges von meinen ja, Herangehensweisen bei der Erstellung von Schriftarten vermitteln zu können. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.